Diese Reben schreiben vielleicht in ein paar Jahren deutsche Geschichte. Und dieses Fläschchen Wein wäre der Grund dafür. Sag mal das schöne Licht, also Sie sehen da drüben jetzt Kirchheim, da das ganze Rebenmeer hier, wenn wir uns sagen. Winzer Christoph Hammel aus Kirchheim an der Weinstraße will der Liebfraumilch nämlich wieder einen neuen Geist einhauchen. Das war ja der erfolgreichste Wein am Hof von Queen Victoria vor 160 Jahren. Das hat der Kaiser gesoffen. Ja? Das hatte einen Bombenruf. Das war ja sensationell. Das ist ja greifbare Geschichte. Das ist ja ein Wein, der sozusagen mit unserem Gebiet am Rhein total verwoben ist. Warum hat er jetzt so einen schlechten Ruf? Und das habe ich mir angeschaut und habe gesagt, so, und diesen schlechten Ruf, den können wir bekämpfen. Angebaut werden darf der Wein per Gesetz nämlich nur in der Pfalz, Rheinhessen, an der Nahe und im Rheingau. Und hier an der Liebfraukirche in Worms hat alles angefangen. Denn im 18. Jahrhundert durften nur die Früchte dieser Reben zu Wein verarbeitet werden. Die Nachfrage nach der Liebfraumilch stieg aber drastisch an, sodass im Laufe der Zeit aus dem edlen Tropfen ein Massenprodukt wurde. Heute wird der Wein zu Spottpreisen vor allem in Tetrapacks ins Ausland verkauft. Qualität und Image haben gelitten. Doch all das soll sich ändern und kommt im Wirtschaftsministerium gut an. Ich finde auch die Idee, einen vielleicht etwas traditionellen Namen wie die Liebfrauenmilch zu relaunchen und sie auch ein bisschen aufzupeppen, so ein bisschen Retro-Style mit moderner Spitzenqualität zu verbinden. Warum eigentlich nicht? Und oft gehört ja auch Mut dazu, etwas Neues zu wagen. Als ich die ersten Flaschen Liebfrauenmilch in der Preisklasse um die 10 Euro gesehen habe auf dem Markt, habe ich gedacht, Mensch, das sind wirklich mutige Leute und die zeigen eben, dass Querdenken meistens der Anfang von großem Erfolg ist. Denn immer weniger Wein aus Deutschland wird im Ausland gekauft. Der Wein fließt nicht ab, wie es im Fachjargon heißt. Und nun soll die Liebfraumilch durch eine Imagepolitur wieder zur alter Größe heranwachsen und die Kassen ordentlich klingeln lassen. Christoph Hammel ist sich sicher, das wird ein Erfolg. Man hat so ein fruchtsüßes Säurespiel, sehr erfrischend, sehr saftig. Ja. Trinkt sich, das macht richtig Spaß und das muss man wirklich sagen, was es ja damals gar nicht gab, aber heute wahnsinnig en vogue ist und so was es passt wie die Faust aufs Auge, ist einfach perfekt. Das ist Sushi, Sashimi und Thai Curry. Und das ist auch eigentlich toll, dass so ein Traditionswein heute so perfekt genau hier in die Zeit passt. Das ist großartig. Inzwischen kommt der Wein immer besser an. Die Nachfrage steigt. Für viele Winzer ein Schluck Hoffnung. Boah. Oh, geil.